Flinkskörner. Nee, Flinks. Flinkskorn Kernels and Butters at Zombie. Also, Maissamen und Butter werden dann nach den Zombies geworfen. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass da durch die Butter wird dann quasi die Menge erhöht. Dann stoppen die, dann bremsen die. Oh, ich hab's wieder mit dem Reden heute, wa? Ja, ich bin immer so wahrscheinlich. Zack, zack, boom. So. Charlie-Bomb hat sich gut eint. Was ist das denn für einer? Ach, der hat eine Leiter. Kommt der über meine Nüsse drüber? Also, über meine Walnüsse im Spiel. Hoffe ich nicht. Nehme ich jetzt die denn auch noch mit? Nö. Ah doch, ich muss eh den Platz füllen. Ah, die Chilis finde ich, die Jalapenos finde ich auch cool. Den könnte ich schneller. Ich muss halt immer diese... Diesmal nehme ich die mit. Meine Potato. Dann habe ich nämlich wieder ein bisschen Zeit. Die erste Pflanze ist... Hatte ich nicht gerade noch 4 rein? What the fuck? Da bist du gleich schon wieder so gefordert hier. Sonne ist so schön. The Zombies are coming. Brains. Und da kommen sie nämlich schon angescheißert. Aber jetzt kann ich nämlich die Potato da reinplatschen. Und kann weiter. Ohne dass ich in der ersten, Spielminuten keinen Stress habe. Keinen Stress. Aber soll ich jetzt langsam? Nee, ich glaube, ich warte noch. Ich mache die Sonne erst fertig. Ich glaube, ich kann mich noch lange genug mit Potato Bombs retten. Brains. Wenn er sich jetzt natürlich beeilen würde. Mach jetzt die erst. Ach komm, mach doch mal so einen hier. Nee, das war jetzt doof, weil... Ah, okay. So schlau war das jetzt nicht. Das stimmt schon, aber... Ah, da kommt die Butter. Ah, und da bleibt er stehen. Herrlich. Finde ich gut. So, jetzt muss man natürlich dran denken, dass man hier für jede für jeden Slot immer noch extra diese hier die Pötte pflanzen muss, ne? Das dauert halt auch wieder ein bisschen länger. Aber was willst du machen? Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch einfach mal ein paar Pötte setzen soll, dass ich die vielleicht für später schon hab. Das ist, glaube ich, gar keine so blöde Idee, ne? Einfach ein bisschen mit der Butter rum. Warte mal, hier nehme ich nochmal eine Cherry, hier eine Potato-Granate. Ich habe hier ein bisschen mehr Zeit. So. Oh, wieder. Oh, jetzt habe ich drauf geklickt. Ups. So. Ja, genau. Brains. Ja, war wieder eine gute Idee, ne? Was für eine gute Idee, die Scheiße da hinzulegen und dann werden sie eh wieder gefressen, die Drecksdinger. So, vielleicht noch einen hier hin. Ist mir egal, ich mach trotzdem weiter. Ach, die Musik ist auch so schön entspannt, ne? Wenn ihr euch daran erinnert, ne? Plants vs. Zombies, so zwischendurch mal so ein paar Rundchen, das ist echt entspannt. Tatsächlich super. Brains. Übrigens ist jetzt letzte Woche, glaube ich, laut meiner Rechnung, hier South Park rausgekommen, The Stick of Truth. Ein grandioses Spiel. Super gemacht. Und vor allem sehr witzig, aber auch sehr, sehr, sehr zwiespaltig. Ich meine, man kennt South Park. Aber dieses Spiel schießt wirklich alles ab, das ist der Hammer. Manchmal, da habe ich mir sogar fast einen Kopf gepackt manchmal. Leck mich am Arsch, was habt ihr denn da wieder rausgebracht? Das war echt krass. Was ist da? Ich meine Nazi-Zombies, ne? Ist ja schon mal jetzt eher... Oh, was war das? Leck gerade. Jetzt gerade geleckt. Nazi-Zombies und so eine Geschichte, ja. Ich meine, wer South Park kennt, der muss mit allem rechnen, ja. Das Problem mit dem Let's Playen ist halt, dass du
halt so viel zensieren musst, weil du dann gegen YouTube-Rechte ohne Ende verstößt. Da verstehen die keinen Spaß, wenn es sowas gibt. Jetzt kann ich gleich mal gucken, was mit dem passiert, ob der hier drüber kommt. Ich hoffe nicht. Aber ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ach tatsächlich, er würde drüber kommen. Und bleibt die Leiter da jetzt stehen, oder was? Ja, den könnt ihr auch mal langsam platt machen, Freunde. Ja, haltet ihn. Jetzt steht hier so eine Leiter. Ich hoffe, die können sie nicht noch weiter benutzen. So. Ja, die so geil. Ich brauche noch eine Sonne, dann kann ich auch hier... Okay. Kann ich nämlich die Nüsschen aufstellen. Lange dran kaum, mein Freund. Bis dahin hast du den Topf voller Salat. So. Klick, klick, klick. Klick, klick, Glück. Oh, hier oben brechen sie vielleicht durch. Was ja gut, der Kopf ist erst weg. Nein. Gib mir Sonne. Da. Ja. Nein, ja, da. Nein, ja, da. Weil's blöd, muss ich leider machen. Komm, hau dir den Kopf ab. Ist so schnell. Ach, danach ist er langsam. Okay, passt. Danke. Herzlich. Boah, die mit ihr Leiter nehmen wir jetzt. Ist jetzt jemandem schon aufgefallen, ob die Zombies da drüber kommen? Mir ist es nicht aufgefallen. Ich hoffe, das passt jetzt mit der Lautstärke. Das ist echt lästig. Muss ich ehrlich sagen, ich habe voll die Themen bequatscht hier, ne? Voll krass. Keiner hat es wahrscheinlich verstanden. Vielleicht versteht auch das jetzt gerade keiner. Hört doch auf. Ach, da baust du dich einfach drüber, oder was? Wie behindert ist das denn? Ja komm, fress einfach den Blumentopf. Behindertes. Danke. Ah, Leute, da steigt er einfach mal drüber, nach dem Schwein. Ja, wir brauchen noch einen davor, genau. Gib mir! Gib mir das! Schütz das! Mein Gott, ey! Mein Gott, was ist denn hier los, ey? Oh, ich habe ja gar keinen Schutz hier! Sehe ich gerade. Boah, hört auf zu fressen jetzt hier. Ja. Los, was tut sich hier? Komm. Oh. Hätte wohl gerne, wa? Boah, das war jetzt aber knapp, ey. Bisschen rumgenuge, sagst du? Was krieg ich denn hier Schönes? Sieht ein bisschen krank aus, würde ich sagen. Ah, eine Kaffeebohne. Eine Kaffeebohne. Ah, dann kann ich jetzt auch, mit der kann ich quasi Pilze aufwecken, weil die Pilze ja am Tag schlafen. Damit kann ich die aufwecken. Das bahnt sich da, das sind ja ungeahnte Möglichkeiten wieder offen hier. So, fragst du, wie ich das jetzt mache? Nämlich jetzt die mit. Definitiv die. Ah, jetzt sind die auch, okay. Ich glaube, ich entscheide mich für die Magnet-Shrooms. Ja, ich glaube. Screen Doors, ne, das hilft mir nichts. Die helfen mir auch nichts, die sind zu klein. Die sind schon geil, eigentlich. Aber ich glaube, mit den Magnet-Shrooms bin ich eigentlich ganz gut geholfen. Da verlieren die ihre Rüstung und ihre ganze andere Scheiß da. Ach, und jetzt habe ich die Potato Bomb nicht mitgenommen, ich Eumel. Jetzt muss ich mich natürlich wieder so durchkämpfen, ne? Dödüm. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich Profi bin. Also müsste einfach mal damit klarkommen. Aber ich glaube, ich muss jetzt in diese Reihe sogar gehen. Damit ich das alles so aus... Alter, drei, weil ich das ist natürlich jetzt ein bisschen lame, ne? Und ich brauche, glaube ich, mehr Sonnen. Mehr Sonnenblumen. Ah, da
das ärgert mich jetzt, dass ich die vergessen habe. Boah, jetzt geht das schon wieder so los. Ja? Für die Strategen unter euch ist das genau das richtige Spiel. Von welcher Strategie würde nicht gern mit Salaten auf Zombie-Köpfe werfen, ne? Boah, ich freue mich schon auf Garden Warfare. Das wird wahrscheinlich auch recht cool. Da freue ich mich schon richtig drauf. Davon wird es definitiv auch ein Let's Play geben. Von mir natürlich. Nur von mir. Sonst von jemand anderem. So, schafft er das? Ach nee, jetzt kommt diese Lane hier. Jetzt brauche ich erstmal wieder... Jetzt kommt natürlich der Pinnacle-Mann hier mit... auf eine Lane, wo ich noch gar nichts habe. Ne? Also, ich habe ein bisschen Mais pflanzen hier. Ich muss eigentlich sagen, okay, die setze ich immer sofort mit dem anderen zusammen, weil sonst fressen die mir die Scheiße auf. So, die erste Lane steht schon mal. Jetzt brauche ich noch eine Sonnenblume am besten. Da muss ich gleich schon anfangen mit den anderen. Boah. Nee, da muss ich warten mit der Sonnenblume. Wenn ich überhaupt nochmal dazukomme. So. Mein Stuhl quietscht. Boom Cha, jetzt habe ich die ganze Zeit Boom Cha, Boom Boom Cha im Kopf. Ein bisschen Mais. Jetzt habe ich Bock auf Popcorn. Richtig geil, ey. Welches Popcorn schmeckt euch eigentlich am besten? Das salzige oder das gesüßte? Oder gemischt. Also mein Favorit ist das gemischte. Wenn ich so im Kino bin, dann saß er halb und halb, dann mische das ein bisschen durch, ne? Und dann, boah, ist immer mal ein bisschen süß, ein bisschen salzig. Hammergeil. Wo ich kein Fan von bin, ist dieses Schokopopcorn, das gebe ich dir auch, ne? Das ist nicht so gut. So, wie machen wir das denn jetzt? Ich würde sagen, ich stelle den hier mittig. Ach, den muss ich jetzt auch wecken, tatsächlich. Ja, sieht man jetzt, der schläft, ne? Obwohl die Augen auf hat. Das ist Animation. Und guten Morgen. Bitte sammeln Sie. Aber da muss ich auch gleich direkt hingehen und den schützen, sonst ist das Ding gleich weg. Das dahin. Jetzt bitte nochmal Sonne. Sonne! Ich mach gleich mein Fenster auf. Dann haben wir Sonne. So. Wie sieht's denn aus mit eigentlich einem Daisy-LP? Ich meine, das gibt's ja schon zuhauf. Das sieht man bei Pizmeat, das sieht man mittlerweile auch bei Sarazar. Das sieht man bei Moondie7. Aber wenn ich's machen soll... Ich glaube, ich werde es tun, ich weiß noch nicht wann. Aber ich werde es tun, tatsächlich werde ich es tun. Ja, fress einfach erstmal den Pumpkin da. Ist mir schon mal genug. So, jetzt muss ich langsam den ausbauen. Jetzt fliegen mir gleich die ganzen Küche um die Ohren. Wo sitze ich denn jetzt als Besten da? Ihr könnt weiter fressen. Ich habe hier meinen Magneto. Der läuft doch über die ganzen Lanes. Ich frage mich, ob ich die jetzt hintereinander setze. Oder über. Oder nebeneinander. Wie viel. Ich muss mal wissen, wie viel die Reichweite haben. Zwei oder drei. Also entweder so oder nur so. Wir müssen jetzt mal einmal kommen. Das wäre super. So, komm. Spendieren wir dem noch ein Höschen. Ja, komm, Stick. Aber das ist nicht. Ja, ich so. Oh. Ah doch, er ist wieder aktiv. Okay, weil die haben eine Zeit lang Cooldown quasi. Wo sie nicht reagieren.
Ich glaube, die setze ich hintereinander. So, ne? Mach das. Dann habe ich mir, glaube ich, ein bisschen was gespart. Ja, die kommen, glaube ich, überall durch. So, jetzt kommt die nächste Blue Wave und ich habe 3 Lines. Okay. Dann packe ich jetzt die 4. glaube ich. Also ich glaube, wenn ich die 3 habe, das müsste mit dem Nüsschen zusammen reichen. Bin ich mir fast sicher. Das heißt, ich werde jetzt hier oben anfangen. Machen wir von unten lieber. Habe ich zur Not immer noch Ausweichmöglichkeiten. Die Maiskörner, ich glaube, die Maiskörner sind nicht so stark. Ich dachte halt, wir können die halt slowen, ne? Beziehungsweise stunnen. Ja, fest ein bisschen am Pappchen. Das war mir klar. Oh, da kommt einer. Bei dem müsste das am sinnvollsten sein, glaube ich. Ja, der ist sofort down, sobald er seinen Helm weg hat. Perfekt. Man darf die Magneten nicht unterschätzen. Sieht das echt gut aus mit dem Kopf. Jetzt zieh ich gerne noch drüber. Auch nicht schlecht. Ich bin ein Magnet. Achso, da unten könnte ich ja nur einen Salat setzen. Wie die einfach mit dem Lauf angehalten werden. Und dann ist auch noch der Helm weg. So ist das gut. So, allein mit dem einen bisschen hat das alles wunderbar funktioniert. Ja, ich würde sagen, so kommen wir recht leicht durch. Ne? Kann ich den eigentlich direkt drüber setzen? Nee, kann ich nicht. Ist auch eine coole Idee. Die Final Wave kommt jetzt. Ne? Überlegen gerade, ob ich jetzt die Nüsschen noch aufbaue. Ob das überhaupt nötig ist. Ja, gut, bis zur nächsten Wave schaffe ich es nicht mehr, alle 3 wegzuhauen, glaube ich. Dann mache ich einfach 3 damit. Ich frage mich, wie viel die aushalten. Ob die mehr aus oder ob die weniger aushalten oder gleich viel. Ja, komm, jetzt kommt mir die Sau dann natürlich voll in den Weg, ne? Aber gut, dass ich da direkt... Ja. Klick, klick, klick. Ah, das hättest du wohl gerne, du kleiner Mongole, muss ich mal sagen. Das wäre sowas, bleib ich am Snacken hier. So, hier werde ich schon mal vorsichtig schützen. Da muss ich auch schützen. Oh, mein Nüsschen weint. Go, recharge. Ah ne, reicht. Wunderbar, nehme ich die Sunshine damit und der letzte. Kriege ich eine Gießkanne? Hammer geil. Mega gut. Was kann ich damit jetzt machen?